Hi, ich bin Anjo von Coledo Café und präsentiere euch heute unsere Siebheber. Ein super praktisches Tool, das eigentlich in fast keiner Kaffee-Ecke fehlen sollte. Allerdings wurde ich jetzt schon einige Male darauf angesprochen, was das eigentlich dann für ein lustiges Tool ist und was das für eine Funktion hat. Darum gibt es heute ein kurzes Video dazu, damit ihr auch versteht, wie das Ganze funktioniert. Ich habe jetzt hier von einem Kunden einen etwas älteren Siebträger. Da haben wir das Gerät gerade zur Wartung da und wir wollen natürlich auch den Sieb sowie den Siebträger selbst innen reinigen. Wer die Erfahrung gemacht hat, das geht manchmal auch ganz schön schwer raus, das Ganze. Gerade wenn die Federn etwas älter sind, kriegst du den Sieb unheimlich schwierig raus. Um das Ganze nicht mit irgendeinem Löffel zu machen oder einem Werkzeug oder mit einem scharfen Messer, habe ich es auch unheimlich oft, dann bricht das Teil ab oder du schneidest dich und verletzt dich ernsthaft. Dafür gibt es unheimlich praktisch dieses Siebheber-Tool. Ihr seht, das Ganze ist aus gehärteten Edelstahl und ihr habt hier, kann man vielleicht ein bisschen sehen, ich versuche es mal in die Kamera zu bringen, eine Nut. Diese Nut passt super hier drunter. Damit komme ich wunderbar drunter. Seht ihr, ich habe sogar Spiel, obwohl das extrem eng ansetzt, der Sieb. Und ich kann das Ganze einfach mit dem Daumen ein bisschen gegenhalten und dann dementsprechend mit etwas Kraft auch lösen. Und wie ihr seht, ich habe da später ein bisschen was zu tun. Der muss sauber gemacht werden. Kriegt man das Ganze auch ohne große Action raus. Und damit ihr auch seht, wie fester sitzt, also da ist wirklich eine stramme Feder noch drin, ist dieses Tool wirklich super belastungsfähig, es ist extrem robust und ich komme halt wirklich super, super schön darunter. Also das kann man wirklich gut sehen und mit, wie gesagt, mit etwas Schmackes kommt auch der Sieb dann raus. Das Ganze gibt es in zweierlei Ausführungen, das ist allerdings etwas Geschmackssache natürlich, entweder im Carbon-Look oder im Sticker-Bomb-Look. Das ist eurem persönlichen Gusto freibehalten, aber wirklich ein Tool, das in keiner Kaffee-Ecke fehlen sollte. Das war's von meiner Seite, Anjo von Coledo Café. Ich danke fürs Zuschauen.